So Leute, willkommen zum Teambuilding für den vierten Spieltag. Mensch, wir sind schon bei der Hälfte, ne? Das LPP Season 2. Diese Woche spielen wir gegen den guten Maxi von Vogel oder auch bekannt als Brave Bird oder das M von Team Mauni. ich weiß nicht, die Gag habe ich schon mal gebracht. Ich weiß nicht wann, da kommt mir aber sehr bekannt vor. Déjà-vu! Mensch, ja. Schönen guten Mittag euch allen. Ich begrüße euch aus der Teambuilding-Ecke. Genau. Ich klinge vielleicht ein bisschen müde. Wenn dem so sein sollte, dann entschuldigt es bitte. Ich hatte einen sehr, 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 sehr langen Tag und sehr schlecht geschlafen. Dementsprechend, hallo. Gut, was gibt's zu sagen? Was gibt's zu sagen über die letzte Woche? Letzte Woche haben wir gegen den guten Belex gespielt, mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen gehabt und letztendlich leider Gottes 4:0 verloren. Das heißt, wir stehen jetzt, glaube ich, bei minus 8 in der Differenz, was ziemlich scheiße ist. Und wir sollten hier an der Stelle gucken, dass wir gegen Maxi mit seinem Team Golden Deers einen Win einfahren können. Das ist der Plan. Genau. Bevor ich jetzt zu meinem Team komme, as always, wir schauen uns mal das Team des Gegners an. Das heißt, das Team Golden Deers, beziehungsweise den Kader des Teams Golden Deers. Da sehen wir Xerneas, Lunala, Gigantamax, Kramor, Hytera, Zeraora, Suicune, Samazenta, ich kurz den Namen vergessen, Hirn, Latios, Regirock und Nidoking. Genau. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie wieder zusammenbekomme, was wir am Sonntag und am Mittwochabend besprochen haben, weil die Teambuilding-Abende liegen jetzt etwas weiter auseinander wieder, wegen Klausuren. Deswegen kämpfen wir auch relativ spät. Und deswegen bin ich auch relativ müde und ich hoffe, dass ich hier keinen Scheiß baue und nachher auch im Kampf, weil wir kämpfen in einer Stunde. Für mich. Nicht für euch. Für euch ist es morgen. Kann ich schon mal sagen. 16 Uhr, glaube ich. Genau. Nee, aber was sehe ich denn auf der Seite von Maxi? Sehr eindeutig. Also erstmal, er hatte mit Zeraora das schnellste Mon im Match. Es ist minimal schneller und zwar genau ein Punkt als Katapultra. Und genau, ansonsten hat er eine relativ gefährliche Fee, hat damit auch eine Fee, die schneller ist als Urshifu theoretisch mit 99 Speedbase, das gute Xerneas. Und 97 Speedbase damit im Speedtime mit Urshifu ist Lunala. Also so ein bisschen unangenehm, die Speedtiers an der Stelle für Urshifu, weil einfach zwei Mons, ich meine, das eine würde ja wirklich gut treffen, Lunala, ne? Aber es ist halt, kann halt auch Mondgewalt und dann bin ich halt einfach tot. Genau, was kann man noch sagen? Er kann kein Item spielen auf Samazenta und kein Item spielen auf Kramor. Was schon mal ganz gut zu wissen ist. Das heißt, da fallen schon mal bei seinen beiden Stahl-Pokémon, wird er kein Item drauf spielen können, was irgendwie effektiv am Kampf teilnimmt, weil Samazenta in der Crown-Form hat. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich nicht gesagt habe, dass es Samazenta Crown ist. Es ist Samazenta Crown. Also, wollte ich nur mal gesagt haben. Trägt also den Rusted Shield. So, Freunde. Was denke ich denn jetzt, was mitkommt, so mal im Allgemeinen? Was Hazards und Co. angeht, habe ich jetzt mich gerade nicht mehr alles im Kopf. Er kann auf jeden Fall Rocks mit Hytera legen und mit Nidoking legen und mit Regirock legen. Und er kann Giftspitzen mit Nidoking legen und weiß gerade nicht mehr, ob Kramor Tarnsteine kann. Ich glaube nicht. ich bin gerade vollkommen boostet. Das hatte doch nur Defog und dafür Momentum, ne? Das hat es ja unter anderem von Panzeron unterschieden. Egal, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Gerade nicht so auf der Höhe. Ich hatte gerade sehr viel Spaß beim Genesis. Es hat sehr lang gedauert. Ganz nebenbei kann ich schon mal sagen, Disclaimer, drei der Pokémon haben anscheinend keinen Spitznamen, weil Jenningbot dachte, nein. Ich habe es auch mehrmals versucht. Das war, aus irgendeinem Grund haben drei Pokémon keinen Namen. Also, die heißen einfach mit den Pokémon-Namen. Und ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Wollte ich nur schon mal gesagt haben. Ich werde es wahrscheinlich auch noch mal gleich sagen, wenn ich an dem Punkt bin, welche Monster sind. Beziehungsweise werde es dann wahrscheinlich auch noch mal hoffentlich im Spieltag sagen, dass ihr euch nicht wundert, weil eigentlich sollten sie Spitznamen haben. Haben sie aber nicht. Jedenfalls, was ich erwarte auf seiner Seite. Ich denke, er hat Zeraora dabei, weil es das schnellste Mon im Match ist. Es ist schneller als Katapultra, ist jetzt Katapultra unter Druck und sei es einfach nur mit Knockoff. Denke ich, ist gesetzt. Ich denke, er hat dabei Xerneas. Weil Xerneas, gute Offensive grundlegend, ist es schneller als Urshifu und macht damit Urshifu automatisch Druck. Auch eines der Mons, die er Scarf spielen könnte in dem Matchup, sehe ich definitiv auch mit am Start. Lunala im Speedtime mit Urshifu sehe ich aber an der Stelle auch, eben wegen Phantomschutz, weil auch wenn ich zum Beispiel Turbobrand habe, und das haben wir festgestellt im Teambuilding, auch wenn ich zum Beispiel Turbobrand habe auf Reshiram, Phantomschutz wird von Turbobrand aus irgendeinem Grund nicht umgangen.
Überbrückung tut das genauso wenig. Und ich weiß immer noch nicht, wieso das jetzt so ist, aber es ist so. Da hat Phantomschutz ein bisschen eine Sonderrolle. Genauso wie theoretisch ein Photonengeysir ebenfalls nicht Phantomschutz umgehen wird. Deswegen die drei würde ich mal sehen. Dann würde ich sagen, er hat wahrscheinlich, weil er ansonsten Schwierigkeiten hat, was ein spezielles Reshiram reinzuschicken, würde er sehr wahrscheinlich Hytera mit dabei haben. Physisch-defensiv vermute ich hier, weil das auch so genug tankt, um hier gut was abzudenken. Habe ich denken gesagt? Decken, sorry. Die vier würde ich schon mal sicher sehen. Ich könnte mir Suicune sehr gut vorstellen, um die Max Turtok abzufangen, weil das ansonsten auch hier wieder ein bisschen Rampage betreiben könnte, wobei da auch Hytera theoretisch reichen kann, wobei Hytera halt auch immer ein Sechstel Schaden bekommt und Turtok kann man theoretisch auch physisch spielen, das heißt, da muss er auch mal so ein bisschen Auge drauf haben. Aber Suicune wäre hier zum Beispiel ein sehr guter Switch-In für Turtok. Ansonsten denke ich, dass er einen Mon mitnehmen muss, was in Rillaboom reinkommt. Und das muss Kramor sein oder das muss Zamazenta sein, weil ansonsten hat Rillaboom mit Grassy Glide den Spaß seines Lebens gegen das Team. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kramor oder Zamazenta mit dabei sein wird. Ich denke eher Zamazenta, weil Kramor hat keinen Bock auf Reshiram, hat keinen Bock auf Zapdos. Einfach nur, um Akrat 2 zu nennen, auf die es wirklich gar keinen Bock hat. Und da gibt es halt auch noch ein paar andere Monster. Magierna kann theoretisch auch noch was machen. Also, hat jetzt auch nicht gegen Turtok die besten Karten. Also, ich sag Kramer unwahrscheinlicher als Zamazenta. Denke, dass der Zamazenta mit dabei sein wird. Wenn er einen Schleiber mitnehmen wird, was er eigentlich schon muss. Und zu guter Letzt denke ich, dass Nidoking mit dabei sein wird. Damit sind wir bei 7 Monster. Mathe-Mann lässt grüßen. Sie sind bei 7 Monster. Heißt, eins davon muss noch gestrichen werden. Nidoking wird mit dabei sein, denke ich, weil er sein einziger Step, der Magierna sehr effektiv trifft. Er hat kein Feuer-Pokémon und das ist sein einziges Boden-Pokémon. Das heißt, er will es wahrscheinlich mit dabei haben, um da auch nochmal ein bisschen Druck gegen zu machen, weil Magierna ein Pokémon ist, was sowohl in Unala als auch in Xerneas ganz gut reinkommen kann. Das könnte ihn böse zu Kosten kommen hier. Dementsprechend denke ich, dass Nidoking mit dabei sein wird und sei das Worst Case als defensiverer Approach mit Giftspitzen zu setzen oder sowas, kann ja durchaus auch sein. Also meine Prediction, ich weiß noch nicht, was er davon weglassen wird. Nidoking, Hytera, Zeraora, Xerneas, Lunala, Suicune und Zamazenta und er kann, eins davon muss er zu Hause lassen und ich weiß nicht, was er davon zu Hause lassen möchte, eigentlich möchte er alles dabei haben. Irgendeine Lücke gibt er sich theoretisch, er kann Suicune zu Hause lassen, weil er eventuell mit Hytera auch Turtok checken kann oder vielleicht sagt er, jo, Turtok kommt eh nicht mit, dann brauche ich Suicune nicht. Kann auch sein, aber Suicune auch gegen Reshiram nicht bad. So auf dem Papier, deswegen kann ist ultra schwer zu sagen. Ich kann mich nicht auf 6 festlegen. Müsste wahrscheinlich schon fast am besten eine von seinen offensiven Mons mitnehmen, weglassen. Das wären Xerneas oder Lunala, wobei ich beide auch nicht sehen würde gegen das Team. Also schwierig. Ist schwierig, sage ich. Und genau, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ich gebaut habe. Wir lassen es bei diesen 7 stehen. 6 davon wird er sehr wahrscheinlich mit dabei haben. Also Latios, Regirock und Kramor sehe ich persönlich weniger. Wenn er Kramor mitnimmt, dann für Zamazenta. Weil das ist, aber Zamazenta macht dann den Matchup einfach mehr. Also natürlich kann er auch Regirock und Latios einpacken, aber Latios wird von Katapultra halt komplett hops genommen. Und kommt an Magierna auch nicht so wirklich gut vorbei. Und Regirock, da ist ein Turtok, da ist ein Rillaboom. Da ist ein Urshifu, also das nimmt halt auch ordentlich was an Damage durch diese Mons. Also ich weiß nicht, Regirock sehe ich auch weniger als andere Mons in diesem Matchup. Kommen wir mal zu meinem Team. Einmal kurz und knackig durch. Wir fangen an mit Reshiram, das erste Mon, was wahrscheinlich keinen Spitznamen haben wird, weil Jenningbot sich denkt, nope. Mit dem Life Orb. Aber als physische Variante diesmal. Mit dem Flammenblitz, dem Drachentanz, dem Ruheort und der Drachenklaue. Hier relativ straightforward. Wir brauchen eigentlich nicht wirklich mehr als das. Mit einem Dragon Dance sind wir an dem Punkt, dass wir alles outspeeden, was nicht selber scarfed ist zum Beispiel, wodurch wir dann auch Matchups gegen zum Beispiel Xerneas ein bisschen besser dastehen und mit Flare Blitz machen wir halt einen richtig schönen Damage, sage ich mal, weil da kommt halt auf plus 1 auch nicht mehr so viel rein, wir sind auch schneller als Zeraora und wir gewinnen eben auch, beziehungsweise haben bessere Karten für das Matchup gegen Hytera, denn ich weiß nicht, was er auf Hytera mitnehmen wird, aber er muss eigentlich Softbolt dabei haben, ist klar. Er will eigentlich Geowurf dabei haben. Er kann natürlich auch Geowurf weglassen, aber denke, dass er ihn dabei haben wird, weil er ein solider Move ist, um Schaden zu drücken. Er will Teleport dabei haben. Die drei Moves will er mitnehmen. Wenn er jetzt noch Konter mitnimmt, kann ihm Katapultra gar nichts. Und Katapultra sieht in diesem Matchup echt nicht bad aus. Leider Gottes hat es nicht ins Team gepasst. Das ist das Problem.
Sonst hätte ich es auch dabei gehabt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er hier noch Toxin oder sowas mit dabei hat, was auch eine Option gegen Reshiram ist, gerade bei Setup. Aber ich weiß nicht, ob er dann Toxin-Konter spielen möchte, weil dann verliert er gegen Magirna komplett. Also eigentlich braucht er die, also er kann natürlich, weiß nicht. Ich weiß nicht, was er mitnehmen möchte auf Atera, um dann nicht das Momentum zu verlieren. Jedenfalls wird schwierig, wenn er keinen Konter mit, wenn er Toxin mit dabei hat, kommt halt Magirna gerne rein. Wenn er Konter mitkommt, wäre auf Papier halt Dragapult for free. Ist schwierig, da ist es halt natürlich jetzt wieder beidseitig ein Gamble, was er mitnimmt. Und vor allem für seine Seite ein Gamble, weil allein Move, denke mal, der letzte Move wird offen sein, weil ich glaube nicht, dass es Seismic Toss zu Hause lassen wird. Einfach für den Grunddamage auf ungefähr allem. Genau, Reshiram hier natürlich gespeedcreept auf. Lassen Sie mich nicht lügen. Ich habe gespeedcreept auf Nidoking Timid, meine ich. Wie ich es richtig sehe gerade, genau. Wir gehen weiter zu Magirna, das zweite Pokémon, was nachher keinen Namen tragen wird, beziehungsweise morgen für euch, weil Bot weiterhin dachte, nope. Wir spielen hier eine physisch-defensive Variante mit aber plus Spezialangriffwesen. Haben hier einen. Wir haben die Leftovers mit drauf, mit Calm Mind, Draining Kiss, Flash Cannon und Thunderbolt. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an, ich glaube, GPL Season 5 erinnert, gegen meinen Kampf in der Rückrunde, meine ich, war es gegen Octopaul. Hatte ich einen Klefki dabei. Das ist das Klefki in groß. Das Klefki hat damals gesweept, das hier ist das quasi in groß, nur statt Thunderbolt über Magnet Rise. Die schöne Sache ist, klar, wir machen nicht viel gegen, also wir kommen immer, erstmal, schöne Sache ist, wir kommen in Xerneas rein. Eigentlich immer, sehr gut. Wenn er nicht, also vor allem, wenn er Scarf Xerneas spielt, also ich sage, wenn er Scarfer mitnehmen möchte, ist es halt entweder Xerneas oder Nidoking. Den Rest sehe ich nicht wirklich Scarfed. Also auf Zweien kann er es nicht spielen. Zero Aura Scarfed wäre komplett Meta. Wenn er auf Lunala Scarf spielt statt Boots, dann habe ich den Phantomschutz schnell weg, das ist nett. Beziehungsweise theoretisch schnell nett. Suicune Scarfed sehe ich auch nicht. Latios Scarfed macht nichts gegen Magirna, beziehungsweise ist dann halt gelockt, was viel schwierig für ihn ist. Sommersetter kann er, wie gesagt, kein Item drauf spielen. Regirock Scarf wäre komplett Meta, fände ich lustig, aber glaube ich nicht. Und wenn er wirklich Atera Scarf spielt, dann meine Props dafür. Also ich denke, wenn er Scarf spielt, dann halt auf Xerneas oder Nidoking gegen mich. Deswegen denke ich, dass Magirna kommt sehr gut in Xerneas rein. Xerneas kann nicht wirklich viel gegen Magirna tun. Das macht halt natürlich schon guten Schaden, weil Xerneas einfach eine gute Durchschlagskraft hat. Und dazu eben noch die Feenaura. Steckt das eigentlich auch meine Feenattacken? Ich glaube doch theoretisch schon, ne? Aber solange es drin ist nur, ne? Und wir treffen das Ding halt sehr effektiv, ne? Und mit den Kombinationen aus Draining Kiss, Flash Cannon und Thunderbolt heilen wir uns gut hoch mit Draining Kiss, machen mit Flash Cannon und Thunderbolt echt gut Schaden. Natürlich kann er da Nidoking reinhauen lassen, aber dafür, wenn ich gebufft bin, kommt er da auch nicht mehr zwingend durch. Mit Draining Kiss und Leftovers heilen wir uns wieder gut hoch. Auch gegen Hytera, wenn ich plus 2 bin, mache ich einen physisch-defensiven Hytera 20% Schaden. Das ist zwar nicht super viel, aber wir heilen uns mit Leftovers zusammen mehr, als er uns mit Seismic Toss an Schaden machen kann. Das heißt, wir machen im Prinzip Progress gegen ihn, während er nicht wirklich Progress gegen uns macht. Also wir machen 20% Schaden, halten uns 25% oder sowas in der Richtung. Was halt schon ziemlich, ziemlich nice ist. Physisch-defensiver Approach hier, damit wir von Samazenta haben wir, glaube ich, eine 0,4% Chance auf ein 3-Hit-KO, was super gering ist. Also wir haben eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, von Samazenta gut Hits zu leben, auch wenn das Ding Adamant ist. Haben allgemein ein gutes Matchup gegen Suicune und gegen Kramor, hätten wir theoretisch noch einen Donnerblitz mit dabei. Und der Rest kann eigentlich mit den anderen Moves, also Draining Kiss und Flash Cannon, gut abgefangen werden. Selbst Life Orb Zero Aura mit einem Blaze Kick killt uns hier nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Jolly Life Orb Zero Aura spielt, beziehungsweise Full Speed, damit er schneller ist als Katapultra. Das, einfach um das abzudenken, denke ich, ist sehr wahrscheinlich. Also das Set mit Magirna sehe ich in dem Matchup. Er hat auch viele Mons, wo ich theoretisch Setup fordern kann. Ich kann in Hytera reinkommen, theoretisch, vor allem wenn er keinen Gearwurf dabei haben sollte. Super easy. Ich kann in Xerneas reinkommen, Lunala, je nachdem, was für ein Set es ist. Okay, über Samazenta und Nidoking reden wir jetzt vielleicht mal nicht so zwingend, aber sagen wir gegen Xerneas und Hytera und Lunala und Grammor und Suicune wahrscheinlich, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren können. Genau, dann kommen wir weiter zu Ornstein, unserem Urshifu, was diesmal auch Spitznamen trägt. Wie immer, wir sind Fullspeed, Jolly, Scarfed, erstmal. Damit sind wir im Speed-Type mit einem Scarfed, Lunala, wenn es sein sollte, sind langsamer als ein Scarfed Xerneas, aber Scarfed Xerneas ist nicht das Hauptproblem. Also gibt es schlimmere Sets, von denen ich mehr Angst habe.
Wir haben Wicked Blow, Close Combat, Iron Head und U-Turn dabei. U-Turn ganz klar für Momentum. Immer gut zu haben. Gerade wenn er, weil er gerne mal auch was reinwechseln möchte, um hier Hits abzufangen. Wicked Blow und Close Combat. Grüße raus an euch. Er hat in Wicked Blow keinen wirklich guten Switch-In. Sein bester Switch-In ist Zamazenta. Und ja, gut. Xerneas in einem gewissen Maße, aber auch Xerneas kriegt 26%. Glaube ich, Min-Damage oder um die 26% Damage, irgendwie sowas. Ich habe den Kalk nicht mehr hundertprozentig genau im Kopf. Außerdem kann er ein Iron Head oder Poison Jab kommen und der Iron Head ist hier in meinen Augen die etwas konsistentere Wahl, weil er hat zwei Giftimmunitäten dabei. Und dann noch Resistenzen. Also mit Nidoking resistiert Gift zum Beispiel vierfach und mit Iron Head haben wir halt immer die Chance, wir können flinchen. Worst case, ne? Ich meine, die Stahl-Pokémon resistieren Iron Head trotzdem, aber sie sind nicht immun dagegen und wir haben die Chance zu flinchen damit, wenn es darauf ankommen sollte. Es ist zwar eklig und ich möchte nicht drauf spielen, aber wenn wir die Chance haben, sehe ich hier den Iron Head einfach mehr als den Poison Jab. Aber er hat ein gutes Team gegen Giftattacken, muss ich sagen. Holy shit. Also Gift macht gegen ihn nicht so viel. Also Nidoking nimmt das weg, Regirock nimmt das ganz gut, die beiden Stahl-Pokémon haben Immunitäten, also der Junge hat einfach keinen Bock auf Gift, sage ich ganz klar. Ich glaube sogar Lunala ist doch auch resistent gegen Gift. Geistü war doch resistent gegen Gift, meine ich. Ach, wieder so ein Typing, was ich nicht genau im Kopf habe. Dang it. Weiter im Text. Der Rest ist eigentlich hier relativ klar in dem Set, ne? Also Fullspeed habe ich ja schon erklärt, warum. Und Jolly und so, dies, das, ne? Sicherheit halber. So, willkommen zu Manus, unserem Necrozma, was dieses Mal auch keinen Spitznamen tragen wird. Kennt die ganze Geschichte. Bot dachte sich, nope. Mit einem kreativeren Split, sage ich mal. Wir spielen Speed Minus Death Plus Wesen. Das ist in erster Linie Check gegen Zamazenta und Zeraora, weil wir in beides gut reinkommen. Haben den Rocky Helmet mit dabei. Beide stellen physischen Kontakt her mit fast allen ihrer Moves, wenn es nicht Volt-Switch ist seitens Zeraora. Spielen Moonlight zur Recovery, wer hätte es gedacht. Wir spielen Photon-Geysir und Knockoff mit einem speziellen Set. Trotz allem, also der Photon-Geysir bleibt speziell. Knockoff ist speziell für eigentlich alles, was Items trägt da. Und Photon-Geysir und für wir, genau. So, Moment, ich war noch nicht fertig. Knockoff, das Investment. Kann mit dem Investment, was ich habe, also ohne Attack-Investment und nicht Minus-Attack, kann ich einen Lunala mit Knockoff two-shotten, auf jeden Fall, wenn es die Phantomschutz nicht mehr trägt, nicht mehr hat. Das heißt, das ist ganz nice. Außerdem schlagen wir Items wie Boots ab, was super nice ist. Genau. Moonlight ist klar. Knockoff ist allgemein alle Items. Photon-Geysir ist der Go-To-Step für quasi sonst alles. Wir machen nicht so viel gegen Altera ganz nebenbei, aber das lässt sich halt kaum verändern. Und wir haben Stealth Rocks dabei. Und die wollen wir auf jeden Fall legen, weil ich glaube, wenn ich es gerade richtig sehe, ich weiß nicht, wo er überall Defog drauf hat. Hat Lunala selber Defog? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich meine ansonsten, außer wenn es Lunala haben sollte, hat er Cramor und meine Latios hat noch Defog. Und wenn er die nicht dabei haben sollte, und bei Lunala bin ich mir, wie gesagt, gerade nicht sicher, dann hat er nur Schwierigkeiten, das wieder wegzubekommen. Und die Rocks sind dann nervig für ihn. Er hat zwar nicht die Schwäche dagegen, aber der Chip-Damage tut Reshiram und Magiena ganz gut, um dagegen Setup rauszubringen und dann halt mehr Schaden zu machen, logischerweise. Ganz nebenbei muss ich aufpassen, dass ich keinen Flammenblitz auf Altera droppe, weil das kostet mich, wenn das Ding auf Full-HP ist. Mit Live-Op zusammen um die 75% KP. Also das möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt riskieren. Aber genau, kommen wir zum Set von Necrozma selber zurück. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Das Death Investment, hatte ich gesagt, war für zum einen, es ging darum, dass ich von einem Zeraora mit Rocks zweimal Plasma-Fäuste nehme, wenn es Live-Orbed ist. Also dann kann ich gegen Moonlighten. Also ich nehme Rocks, Plasma-Fäuste und nochmal Plasma-Fäuste, glaube ich. Entweder sicher oder mit einer hohen Prozentzahl. Da weiß ich nicht mehr genau, was der Kalk war. Deswegen das Death-Investment. Die übrigen Punkte habe ich dann in Spezialangriff gehauen, um eine, glaube ich, 50%ige Chance zu haben. Mehr habe ich nicht geschafft rauszuholen. Ein offensives Zamazenta, also wahrscheinlich nicht komplett offensiv zu spielen wird wieder, aber trotzdem, three-hitten zu können, weil das ist echt gefährlich, wenn das Ding Double Dance, also Agilität plus Yaula, könnte es fast mein Aus bedeuten an der Stelle, das ist super schwierig. Deswegen hier das Spezialangriffsinvestment, das bisschen, den Rest in Spätzle, von da waren 4 Punkte übrig, die habe ich in Speed gehauen. Das heißt, wir sind damit schneller als, ich glaube, haben wir irgendwas mit Speed? Ich weiß es nicht. Falls er irgendwie darauf Speed creepen sollte. Unwahrscheinlich. Ich konnte es nirgendwo anders. Ich hätte es noch in der Tech stecken können.
Eigentlich. Jetzt ist es schon gegendet, ist auch egal. Bleibt, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich glaube, es gab irgendeinen Creep, wo ich dachte, da kann er vielleicht drauf creepen. Wenn er mit Kramer meint, er muss drauf creepen. Duh. I don't know. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist ein bisschen, durcheinander. Wie gesagt, war ein langer Tag und war eine lange Woche. Genau, kommen wir zu den letzten beiden Mounts. Kommen wir zu Relaxo mit der Zitrusbeere, Immunity, Darkest Lariat, Earthquake, Yawn und Recycle. Warum jetzt, komplett speziell defensiv erstmal, ne? Warum jetzt dieses Set? Wir hatten keine Leftovers mehr, das heißt, ich musste irgendwie Beere plus Recycle spielen, um eine Recovery-Option zu haben. Ist nicht hundertprozentig so geil. Wir wollten erst eine 50% Beere spielen, bis mir aufgefallen ist, beziehungsweise uns aufgefallen ist. Moment, du hast keinen Toxic Switch in, mal wieder. Und wenn er Giftspitzen Nidoking dabei hat, auch lustig. Und wir haben keinen Defog, selber auf unserer Seite. Heißt, ganz einfach, wenn er defogen möchte, macht er für uns die Sachen auch wieder Mac, was sehr angenehm ist. Deswegen dachte ich mir, Immunität Relaxo ist nicht bad dabei zu haben, statt Gluttony. Die 8% Unterschied zwischen der 33% Beere, von 33 oder 30%? Die 5 bis 8%, ich weiß gerade nicht, ob es 30 oder 33 waren, machen jetzt hoffentlich den Braten auch nicht so fett. Jorn ist ähnlich wie gegen Timo, wie so eine Taktik, dass wenn er, wir kommen ja in Lunala sehr gut rein, ne, wenn er jetzt, vor allem wenn er jetzt irgendwie meint, er muss Moongeist-Bienen drücken oder sowas, oder nicht gerade Focus Blast oder Psyshock was Spezielles, kommen wir eigentlich immer rein. Und dann können wir Yawn drücken und irgendwas wird Yawn abbekommen, was hoffentlich nicht Hatera ist. An der Stelle muss man auch sagen, wäre ganz nett. Wobei Hatera ist super überlastet in dem Team, das heißt, es hat echt Schwierigkeiten. Wir haben Darkest Lariat mit dabei für unter anderem Lunala und für alles andere Earthquake. Was in general halt wirklich viel, er hat eine echt krasse Bodenschwäche. Hier kann man sich überlegen können, ob man High Horsepower spielt, weil ich wieder mal das Grasfeld dabei habe. Und das kann natürlich dumm laufen, aber besser dem Self-Damage und Damage als kein Damage. Und deswegen doch an der Stelle Erdbeben, nur zur Sicherheit. Genau, Darkest Lariat auch um, falls er Grammar dabei hat. A, kriegen wir den Draft Drop nicht selber zurückgeschmissen mit Crunch. Und B, können wir auch sowas wie Death Boost auf seiner Seite umgehen mit Darkest Lariat, was ganz nice sein kann. Genau. Das wollte ich noch gesagt haben. Ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte zu dem Set. In erster Linie ist Relaxo eigentlich nicht so mega geil in dem Matchup, aber ich brauche irgendwas, was in Lunala reinkommen kann. Wenn das Ding Specs, ist ganz blöd, Specs Moongeist Beam und ich bin in irgendwas drin, was langsamer ist, beziehungsweise gerade nichts dagegen tut. Was wechsle ich rein? Also ich bin zum Beispiel in Necrozma, er kommt rein. Was wechsle ich in Lunala rein? Nichts, weil Specs Moongeist Beam alles tötet. Sehr geil. Also deswegen ist Relaxo hier, um unter anderem eben Lunala zu checken. Genau. Kommen wir zu Gundyr, unserem letzten Mon. Rillaboom. Ist es eigentlich das Mon, das jeden Spieltag bisher dabei war? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls sehr oft. Was ist der Hintergedanke hinter Rillaboom? Böllern. Wir haben Choice Band mit dabei mit Grassy Surge und die Grassy Glide. Und wie gesagt, hat er Zamazenta oder Kramor nicht mit dabei, dann drücke ich Grassy Glide und irgendwas bekommt einen verdammten Eimer an Schaden. Ansonsten haben wir noch Knockoff und Butthammer, um ein bisschen zu variieren oder U-Turn, um eben so ein bisschen zu baiten auch. Wenn wir halt sowas wie Zamazenta predicten würden. Zamazenta ganz nebenbei ein bisschen nervig so auf dem Papier, das kommt halt in vieles dann doch rein. Vor allem, wenn wir hier nichts dabei haben, um das Ding wirklich sehr effektiv zu treffen. Wobei ein Butthammer gegen Zamazenta immer noch 30% macht, wenn er plus 1 Def ist und nicht gerade viel Def Investment hat. Also jetzt nicht Def speziell investiert ist, sondern plus 1 Def einfach durch die Fähigkeit, ne? Genau, das Investment hier ist dafür da, um ein plus 1 Zamazenta Adamant Nahkampf nehmen zu können, sicher, solange wir bei Full HP sind. Also wir machen uns, glaube ich, dann 98% Schaden oder sowas in der Richtung. Aber wir leben einen und können dann zum Beispiel zweimal Grassy Glide drücken in der Situation, wodurch wir halt nochmal so ein Zamazenta ein bisschen entschärfen können vielleicht, was ganz nett ist. Ansonsten, ja, Zamazenta ist tatsächlich auch ein bisschen, ist so ein bisschen das Problem, was wir auch haben könnten, also was er mit uns haben könnte an manchen Mons. Haben wir mit Zamazenta, mit der Konstellation, die wir jetzt hier haben, mit einem Hippo zum Beispiel, macht Zamazenta auch wesentlich weniger. Hippo ganz nebenbei keine wirkliche Option für uns, weil Zero Aura, was es da ja gerne checken würde, unter anderem, hat halt einfach Grassy Knot. Nee, Grass Knot. Grassy Knot, wie Grassy Knot. Ja, ich hab auch
Ich bin auch grassy, ne? was halt ungünstig ist für unser Hippo. Ansonsten, man hätte natürlich, Zapdos wäre mega gegen Zamazenta, verliert aber gegen Life Orb Zeraora, was ein Problem ist, weswegen wieder Necrozma dabei ist. Und Necrozma hat okayes Matchup gegen Zamazenta. Wäre so, dass man, wo ich wahrscheinlich reingehen würde, wenn Zamazenta reinkommt, weil ich es nicht setupen lassen möchte. Also, bin mal gespannt. Zamazenta muss ich ein bisschen drauf Acht geben. Wird gefährlich. Da waren halt 8 Punkte übrig und die habe ich halt einfach noch in Spezial von Speed gesteckt. Falls er hier drauf Speed creepen sollte mit Suicune. Gleicher Speedwert und auch vielleicht kein Speed-Investment. Könnte ich mir vorstellen. Und wir dann eventuell nochmal einen Woodhammer brauchen. Doch nochmal an der Stelle. Dann kann ich hier Woodhammer drücken statt Grassy Glide. Muss aber gut überlegt sein, weil Woodhammer immer den Recoil hat. Aber Woodhammer manchmal hier in der Situation einfach richtig, richtig nice ist, weil schickt da halt wirklich nichts mehr rein. Also Zamazenta, bestes Mon, was da reinkommt. Zamazenta kriegt halt auch 29% Schaden davon. Min-Damage, was ordentlich ist. Und er tiltet uns halt nicht instant. Also kriegt halt 2 ins Gesicht. Wobei, mit dem Chip könnte er vielleicht sogar killen danach. Ich weiß es nicht. Wobei Grass, Terrain ist noch da. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Aber gut, Leute. Ich würde jetzt sagen, das soll es gewesen sein vom Teambuilding. Ich bin okayisch zufrieden mit dem Team. Wie gesagt, um mich voll zufrieden zu machen, ist es quasi unmöglich, was das angeht. Ich kämpfe gleich gegen Maxi. Ihr seht das morgen um 16 Uhr wahrscheinlich, wenn alles gut läuft. Leider Gottes, wie gesagt, Necrozma, Magiena und Reshiram ohne Spitznamen. Weil Gründe. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ja, wir hören uns dann morgen. Danke fürs Reinschauen. Bis dahin und ciao, Leute.